So, wir machen heute nochmal einen Kohlauflauf. Wieder Kohl mit Hack. Diesmal wollen wir dem Ganzen ein bisschen mehr Pep geben. Ich habe das Hackfleisch hier gleich vorher gewürzt. Das sind 500 Gramm gemischtes Hack und 500 Gramm Rinderhack. Da ist schon eine Zwiebel mit reingeschnitten, ganz klein und ordentlich Pfeffer und Salz dran. Hier ein bisschen mehr als ein halber Kohlkopf. Und diesmal kommen da auch gleich Kartoffeln mit rein. Und ich habe mir hier so einen Rinderfond geholt, weil beim letzten Mal wollte ich ja vom Schichtfleisch den Sud nehmen, den Fond, der übergeblieben ist, aber der sah ja nicht mehr so lecker aus. Darum haben wir das ja verworfen. Ja, ansonsten nichts Besonderes. Ich befülle mal den Topf.
2,5 Stunden sind um, so circa. Den Kohlen ist nur noch ein ganz kleiner Blutkern. Die halten immer ganz gut durch. Von der anderen Seite. Jedes Mal dasselbe. Bisschen schwatt geworden oben. Vielleicht mit den Kohlen ein bisschen übertrieben. Aber wir probieren mal, wie es schmeckt. Also riechen tut es auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Kartoffeln sind durch. Und ich dann viel Spaß beim selber machen. Probiert es mal aus. Ciao, bis zum nächsten Mal.